Willkommen zurück zu einer neuen, absolut verstörenden Folge. South Park, freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist, wenn wir hier verstörende Dinge machen. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen, verstörten Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, wir machen weiter, wir müssen uns hier pennen legen. Und wie immer gilt die Regel, wollt ihr mehr sehen von dem Spiel, dann lasst doch eine Bewertung da. Gute Nacht. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt, was immer passiert. Deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Coon. Okay, wir müssen raus. Und wir müssen uns verwandeln. Schablagu! Shockboy! Er ist zurück. Immer noch bei 24%. Das gibt es nicht. Verdammtes Windows 10. Können wir hier ein bisschen spionieren? Nee, meine Eltern, die schließen aus irgendeinem Grund die Tür ab. Keine Ahnung wieso. Alter. Alter. Oh, süße Mietzi. Süße Mietzi. Schlau. Alter, Dad. Großer Gott! So sieht es nachts aus? Mein Dad ballert sich hier voll die Drogen rein. Da war ein Schlüssel. Und meine Mom? Meine Mom plündert den Weinkeller. Okay, Moment, hier drüben. Aber wenn ich ihn böller, das ist doch viel zu laut. Wer ist da? Wer? Ich hab den Schlüssel. Und? Kifferli? Okay, er schläft. Hui, Alter! Meine Eltern sind echt paranoid, oder? Tja, meine Alten legen eben sehr viel Wert auf Sicherheit. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Was brauchen wir noch? Kräckeln? Wir müssen kräckeln. Achtung, Vorsicht und kräckel! Nein, bleib draußen! Bleib draußen! Okay, nochmal ganz, ganz leise kräckeln. Und tschüss. Rätselmeister. Ja, der bin ich. Haha! Keine Angst. Vor dir steht Captain Diabetes. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick. Es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Echt jetzt? Echt jetzt? Ich arbeite mit Captain Diabetes? Okay, oh, Sidekick, ficken. Hier geht's zu Kyle. Fuck! Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich hart verarschen. Captain Diabetes. Alles zu, wir können nichts machen. In der Nacht sind wir alleine. Oh, Scott. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Randy! Also, das hätte ich nicht erwartet. Du willst es drauf anlegen? Na gut. Attacke. Er kann bestimmt Drunk Fu. Vorsicht! Okay, wo? Moment. Nein, wir machen den hier. Ah, Scott, verdammt! Okay, hier geht's auch noch. Boom! Voll auf den Sack! Ich hab fast alles verschüttet! Da brennen dir die Nüsse, was? Okay, Captain Diabetes, was kannst du so? Ein brutaler Doppelschlag mit Rückstoß. Versuchen wir's! Ha, ja! Der Schlüssel bleibt bei mir und damit basta! Okay, lass mich mal kurz durchatmen und mich sammeln. Wieso bin ich... Alter! Was? Captain Diabetes ist ein mieser Motherfucker.
Randy. Oh, ich liebe Randy. Jeder liebt Randy, oder? Jeder liebt Randy. Ich kann euch alle nicht ausstehen. Kann man verstehen. So, die nächste Kraft. Was ist das hier? Alter, wir können ihn hier vielleicht ein bisschen verlangsamen. Wir müssen uns hier hinstellen. Oder hierhin. Probieren wir es. Ich brauche einen Muntermacher. Perfekt. Double Punch. Er ist betrunken und Saus. Langsam. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Drunk Fu. Wie lange stehe ich schon in Flammen? Alter, wie lange stehe ich schon in Flammen? Ah, Randy. I like you so much. Ah, das brennt. Ich mach sie fertig. Machen wir mal den hier. Moment. So, perfekt. Auf geht's. Diabetes. Ich hab ein Schild. Alter, Diabetes ist echt eine miese Sache, ha? Huh? Kann man richtig neidisch werden. Hat jemand zufällig meinen Schlüssel gesehen? Ich hab ihn konfisziert, Sir. Ich bin nüchtern, okay? Ich bin... Okay. Jetzt bin ich nüchtern. Morgen gegen 11 sollten Sie nüchtern genug zum Autofahren sein. Irgendwo ist es immer 11. Irgendwo ist es immer 11. Captain Einsicht, wo bist du nur, wenn man dich braucht? Verdammt! So, du bist dran, mein Freund. Mach den Mega-Punch! Ah, Mist, versaut. Warum so respektlos, Bro? Alright. Captain los, Diabetes, er kann es. Wer auch immer der andere Penner da ist. Na gut, ich war zu betrunken. Bis jetzt, danke. Danke, dass ihr auf mich aufpasst. Jetzt gib mir den Schlüssel. Tut mir leid, ich bleibe bei meiner Einschätzung zu ihrer Fahrtüchtigkeit. Fuck! Sieht nicht gut aus, Randy. Sieht nicht gut aus. Nein, ich will die Attacke von Scott. Schau jetzt gut zu, ich mach kurzen Prozess. Okay, mach es. Tu es! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Scott! Nein! Nein, Scott! Alter! Gute Nacht, Mr. Marsh! Oh mein Gott, das war die beste Ulti ever! Richtig gut. Richtig, richtig gut. Okay, Sidekick, die Pflicht ruft! Er schläft hier im Schnee, er wird erfrieren und sterben, ne? Also, na gut. Das ist eine Abkürzung durch kein Versteck! Wir sollen hier rein. Scotty. Und jetzt? Auf einer anderen Mission. Okay. Wir sind auf uns allein gestellt. Okay. Psst, leise. Hier ist niemand. Absolut niemand. Scotty? Oben oder wie? Also nach oben. Gut, ich dachte, wir müssen vielleicht hinten durch. Einfach nach oben, Sidekick. Alles klar. Auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Okay, wenn Scott Malkinson. Wenn ich Zucker hab, werde ich sehr wütend und sehr stark. Sehr gut, Sidekick. Kein Problem. Schade. Das ist Humankinds Geheimversteck. 14 oh. Machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung was? Führt durchs Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Okay, wir schieben die erstmal hier hin, ja? Super Arbeit, Sidekick. Pass mal auf. Die Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Oh. Berührt von einem Engel. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Warte, ich will furzen. Verschwende deine Superkräfte nicht an mir. Aber ich muss, Scott, ich muss. Rätselmeister, weil ich hier so einen Ventilator angeworfen habe? Na gut. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es
kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Und jetzt haben wir hier Riot und Aufstände oder wie? Auf zum Stadtplatz. Alter, was ist hier los? Ja, bei Nacht ein komplett anderer Ort. Wow, yeah. Das wäre genau mein Ort. Ich würde mich hier sehr wohlfühlen. Mit dieser Dame hier drüben. Betrunken und dicke Boobs. Obwohl, ich bin eigentlich ein Gentleman. Sowas würde ich nie machen. Aber dicke Boobs gehen immer klar. Aber nur wenn sie sagt, hey, Kumpel, ja? Willst du meine dicken Boobs? Ja, würde ich nicht nein sagen. Da würde ich es auf jeden Fall durchziehen. Die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also, ich wurde. Ich fass es nicht, dass mein Ex Fotos von seiner neuen auf Instagram postet. Und der hat sich echt verschlechtert. Au! Ah. Hast du das gerade echt? Das ist Körperverletzung. Was stinkt? Country Marsh Pit! Alter, was läuft hier? Die Toilette hingezogen. Hier. Nein, du bist besoffen. Stellt euch gefälligst hinten an. Ich furz mir den Weg frei. Ich gebe den Weg frei. Hey, nicht vordrängeln. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Oh nein, er hat einen Apfelsaft. Aus dem Weg, Leute. Los. So viel Zucker. Ihh. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche Insulin. Insulin, schnell. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang. Ich hätte jetzt voll gerne auch Diabetes. Irgendwie dieses Spiel sorgt dafür, dass man gerne Diabetes hätte, oder? Irgendwas Interessantes hier an der Wand? Kann man irgendwas runterballern? Nee. Alter, in der Stadt ist ja wirklich nachts eine Menge los. Hier ist es. Hier werden wir die Frau finden. Ohne Scheiß. Hast dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Oh yeah. Komm, lass uns reingehen. Ist genau mein Laden. Boops, Leute, boops. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Hm, was soll ich tun? Furzen? Hey, jetzt verpisst euch endlich! Hey, labern könnt ihr auch draußen. Okay, was können wir tun? Ich will Titten. Ich will Bitches. Also müssen wir rausgehen. Oder können wir hier irgendwas machen? Ich hab gesagt, verpiss dich. Okay, er sagt, wir sollen raus. Scott, Tipps? Hm. Vielleicht können wir das Ganze irgendwie umgehen. Okay, hier drüben ist noch Krempel. Den nehmen wir mit. Ein Push-Up-BH. Klar, sowas kann man immer gebrauchen, finde ich. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Bestimmt, mein Freund. Bestimmt. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Dann übernimm du das hier. Scott? Oh, natürlich. Zur Seite, Sidekick. Oh nein! Der Apfelsaft der Gerechtigkeit! Tu es nicht, Junge! Das ist schwerer Medikamentenmissbrauch, das weißt du, oder? Alter, der Kleine. Das ist ein Freak. Das ist ein richtiger Freak, oder? Junge, ich muss erstmal scheißen gehen. Gentleman-Toilette. Alles klar. Ich bin bereit. Ich mach den Schiss meines Lebens. Moment. Und der Darm ist ready. Komm schon. Okay, war immer noch super. Schnell, 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 schnell. Pumpen, 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 pumpen. Ich brauch Druck. Coole Moves.
Komm schon, komm schon, komm schon. Da geht noch ein bisschen was. Hau den Druck rein, Kleiner. Du bist jetzt in der Oberliga. Alles klar. Und der Schiss muss raus. Komm schon. Hui. Okay, Scott, wir können weiter. Ich bin der absolute Kloherrscher. Hey, du, Selfie? Ja, was will ich? Die Lady ist wohl da lang. Ah, das tut gut. Hey, bist du ein Kobold? Ob ich ein Kobold bin? Verschwinde, Kobold. Ich bin ein Kobold, gib mir Geld. Hey, du guckst nur gerne zu. Nein, eigentlich nicht. Du guckst nur gerne zu. Okay, ist genug. Was haben wir hier? Ein schmutziges Feuchttuch. Oh. Habe ich eben gerade ein paar Kondome rausgecrackelt? Oh, jetzt geht's rund. Bitches in the house. Wow, diese Ladies haben wirklich, Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß das über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen uns jemanden suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Okay, Leute, jetzt haben ich will die da. Okay, die Lady will uns nicht. Und die hier? Ist das nicht hier Officer Bob Reddy? Was ist nochmal das Mindestalter für Stripclubs? Sogar mit der Originalstimme, der neuen Stimme. Der hat ja auch einen Wechsel gehabt. Ich hab grad einen Viertelständer. Oh, ein Viertelständer. Ja, da zieh ich mich lieber mal zurück. Keine Zeit, Leute. Die krassen Beats spielen sich nicht von selbst ein. Er hat keine Zeit. Ich geh auf die Bühne. Wow. Hi, Junge, tanzt. Yeah, Baby. Schaut mich an. Ich bin ein kleiner, heißer Junge. Ihr perversen Schweine. Butter's dead. Kenny's dead. DJ spielt echt gut, hä? Also, wen können wir hier für uns gewinnen? Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Tja, aber alt genug für dich, Baby. Na, die gefällt mir gar nicht. Komm wieder, wenn du volljährig bist, dann lasse ich dich an meinen Implantaten nuckeln. Ihhh. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Nein, wir sind Superhelden. Ich kräckel dich. Bam. Hab Respekt vor mir, ja? Sonst zerlege ich die ganze Bude hier. Privat. Okay, gehen wir mal rein. Na, ich will hier eigentlich an die Schublade. Die kann man doch öffnen. Ja, jetzt geht's. Oh. Ich kann das wahrscheinlich in die Luft jagen, oder? Alter. Nicht dein Ernst, Mann. Holy Schmoly. Was ist das hier? Popel und Wichse? Alter, warum ist das wichtig? Oh Gott. Scheiße. Popel und Wichse. Tja. Okay, wir können sogar noch hier hin. Hier können wir wieder rumkräckeln. Abgekräckelt. Jetzt habe ich die Ratte verjagt. Warte mal, das hier können wir bewegen. Nein. So. Na, Moment, hier drüben ist noch eine Tasche. Ja, und jetzt? Rattenscheiße, wichtiger Gegenstand. Was genau haben wir vor? Und wie komme ich da ran? Wahrscheinlich auch mit der Leiter. Was genau plant dieser kleine Junge hier? Rattenscheiße? Wichse und Popel? Das wird ein netter Cocktail, ha? Huh? Macaroni! Für Moses! Mit Macaronis können wir Moses kleine Nudli-Bilder machen. Dann gehen wir mal hier hin. Soll das ach, jetzt bin ich hinter der Bar. Alter, ich nehme erstmal hier ein bisschen Geldi. $1,44, schwach, Alter. Schwach.
Gin Tonic. Boah, das Baby, krass. Das Baby, es reagiert sogar. Was ist das für ein kleines Smartphone? Ich meine, das muss ja winzig sein. Es ist nämlich perfekt groß für ein Baby. Noch irgendwas, was wir hier zerkräckeln können? Okay, wir haben den ganzen Scheiß. Für alle mit schwachem Herzen habt ihr euer Testament gemacht. Hier ist Trinity. Du hast echt Eier. Am Kinn. Als ich jung war, war ich genau wie du. Du hattest Eier am Kinn, als du jung warst? Krass. Wo geht's hier lang? Hier ist gesperrt. Moment, hier drüben kann ich noch Geld mitnehmen. Raus hier, du kleiner Pisser. Ey. Easy, ja? Ich brauch Cash. Leider bekomme ich hier kein Cash, sondern wieder nur Schrott. Okay, was haben wir hier drüben? Ah. Wir können hier noch zum Saufen mitnehmen. Alles klar, dann reden wir mal mit ihm hier. Hey, niemanden gefunden? Problem, ich hab zwei Typen aufgegabelt. Spiel doch deine Rolle. Hey Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Das ist also deine Freundin, hä? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich stehe auf Kleine. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für Lapdance. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay. Oh, scheiße. Oh, Gott! Haben die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh, okay, Sidekick. Du weißt, was das bedeutet. Alright. Ich muss es tun, Leute. Oh Gott, das ist so... Das ist so falsch. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Ist ja gut. Oh Gott. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Oh, es ist so abartig. Das ist so abartig. Was für eine Aktion war das denn? Igitt. Dafür zahle ich aber nicht. Komm schon. Nein. Twerken. Twerk fart. Part twerk. Ich furze und twerk in einem. Igitt. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Oh, ist ja richtig anstrengend. Schon wieder die Nummer hier. Da geht mir ja mein Ständer flöten. Ich muss schneller. Ich muss hart twerken. Schupper sein dick. Ist ja gut. Alter, ich bin kleiner Junge und mach sowas hier. Ich komme in die Hölle, Freunde. Ich komme definitiv in die Hölle. Scheiße, was soll das? Oh, oh. Alter, super twerk. Woo! Nein, hör auf! Lass uns doch lieber quatschen! Oh, oh Gott, ich hab meine Seele eben gerade weggetruckt. Okay, lass uns quatschen! Quatschen? Ach nee! Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja, Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am T hängt und das L aus dem ASS fickt. Natürlich! Deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Los, gehen wir. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin. Ich bin Captain Diabetes. Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes. Alter. So nicht, oh, Captain Scheiße, Diabetes. Da kann ich kaum laufen. Ja, Alter. Du angefurzt. Alter. Oh, ich pack das nicht. Ohne Scheiß, Leute. Ich pack das nicht. Bam. Ich ruf die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast. Du bist eine kranke Sau, Alter. So sieht ein unzufriedener Kunde aus, ihr Schlampen. Okay, wir müssen das einen wegholen. Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Ah, was machen wir denn?
Machen wir den hier. Der Beat ist der Hammer. Okay, der ist so gut wie weg. Einen Tanz? Will jemand einen Tanz? Kann ich irgendwie hier beide treffen? Treffe ich beide? Ja. Die haben überhaupt Ultra. Keine Chance. Einfach nur Ultra. Aber er trifft mich jetzt, oder? In der Finanzkrise hast du einen Ständer Plus Bier für 2,99 bekommen. Machen wir den hier. Diabetes regelt das! Oh, da zahlt man satte $20 für eine Edelstripperin und dann das! Ah, Mist, jetzt komme ich hier nicht ran. Warte, aber so komme ich noch ran. Boom! Oh, das würde ich niemandem wünschen. Ab in die Ecke mit dir. In Thailand kriegt man für $5 einen Ständer. Tja, aber wir sind hier nicht in scheiß Thailand, Mr. Bangkok. Mach Platz für Diabetes. Die Herrschaften sollen sich an den Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Lapdance-Angebot in Peppermint Hippo unzufrieden sind. Adieu. Epic. Einfach nur epic. Gute Arbeit. Okay, zurück zur Bühne. Okay, Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen irgendwie den DJ ablenken. Ich hab's. Meine Mutter säuft immer Gin Tonics, bis sie umfällt. Wir mixen den DJ ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut es ihn um. Schnell, mixt den Drink. Okay, Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen, wenn die Folge schnell kommen soll. Bis zum nächsten Mal und...